So, ich habe ja im letzten Video, Robo for Future, die ganze Zeit so bemängelt, dass es in dieser Gesellschaft überhaupt keine Struktur von unten nach oben gibt, sondern halt nur das Machtgefüge von oben nach unten. Dass man praktisch sich dann nur integrieren kann und dann halt irgendeinen oben drüber, einen oben drunter. Und ich motze jetzt gleich hier da über den Netto, weil es halt wirklich genau das. Aber bevor irgendwie, weil ich ja eigentlich nicht so böse irgendwie, möchte ich mal zeigen, was es alles Schönes beim Netto zu kaufen gibt. Denn habe gerade eben erfahren, dass meine Mutter irgendwie Krebs hat und am Krebs sterben wird. Und habe ich ihr natürlich sofort gesagt, ja, also die hätte halt irgendwie selbst Schuld. Hätte schon vor 5, 6 Jahren, als sie besucht hat, auf keto-vegane Diät umstellen sollen, weil Kohlenhydrate krebserregend sind. Ja, will halt keiner hören irgendwie. Und wieder ne, von unten nach oben. Aber so von wegen, sehr schön. Es gibt bei Netto inzwischen irgendwie die Soja-Joghurt irgendwie für 1,59. Und der Netto ist der einzige, lieben Dank, der noch die billige Sojamilch mit 4 Gramm Eiweiß und kaum Zucker hat. Ja? Die anderen haben alle nur noch irgendwie umgestellt auf Mandel und alles so ein Zuckerzeug. Hier, diese ganzen Antipasti, die sind super toll. Eiweiß, irgendwie viel Fett, ne? Öl, grünes Gemüse, jede Menge grünes Gemüse. Ja? Und Tomaten sind eigentlich nicht so gut, aber die Tomaten sind gut, um das. Es geht eigentlich nur um das Olivenöl runterzuspülen, also um halt ordentlich Fett irgendwie zu sich zu nehmen. Ja, hier, der Kakao ist gerade für 1,29. Kakao hat jede Menge blutdrucksenkende Sachen irgendwie. Da sollte eigentlich immer Kakao dazu, ja? So. Und jetzt geht's über den Netto los. Also im Prinzip wirklich der Netto da. Ich bin nämlich jetzt hier bei meinem Bahnhof. Irgendwie komme ich heute an, habe irgendwie mich vorgesorgt, ja? Und habe halt Nachbarn, die halt irgendwie auch schon irgendwie 80 und so und würde halt gern für sie einkaufen und dann irgendwie, weil ich das vielleicht selber und so, deswegen, wie das geht. Und dann kam mir die Idee, also bin ich da rein und habe denen halt die Idee erzählt. Deswegen, ich erzähle jetzt erst die Idee, danach kommt die Reaktion dann. Das könnt ihr auch schon denken. Also die Idee war, dass diese Bananenkisten, ja, die sind ja wunderbar. Deckel oben drauf, innen drin ist immer noch die Folie, dass sie mir bitte irgendwie so eine Bananenkiste irgendwie aufhaben, damit wenn ich dann, ich habe ja so einen Anhänger an meinem kleinen Somalmobil, komme ich runter und dann wirklich mit Handschuhen einkaufen in die Bananenkiste rein und dann vor deren Tür stellen, ja, damit wirklich überhaupt kein Kontakt. Ja, aber dann habe ich halt gesagt, irgendwie, das könnte man prima vermarkten, ja, also wer für Leute über 65 irgendwie einkauft, der kriegt halt so eine Bananenkiste, ja, und wenn er die voll macht, dann kriegt er sogar 5% Rabatt auf diese Bananenkiste, ja. Und um Missbrauch so vorzubeugen, wäre halt gut, wenn die müssen halt den Namen nennen, am besten wäre halt die Deutschlandcard irgendwie, da kriegt man eh so ein bisschen Rabatt oder sowas, ja. Aber noch besser, für die eine Person kann man halt irgendwie pro Woche nur für 40 Euro oder so diese Rabattkiste bekommen, ja. Denn das würde wiederum vorbeugen, den Hamsterkäufen vorbeugen, ja. Weil man kauft halt dann immer jede Woche irgendwie, weil man die 5% Rabatt bekommt. Und die machen immer irgendwelche Rabattaktionen, ja. Und dadurch würden sie halt auch Kunden binden, ja. Das heißt, sie haben die Namen, die Adressen. Sie sehen dann sogar auf dem Kassenbon, sehen sie, was sie gekauft haben, ja. Das heißt, sie könnten im Prinzip, wenn die dann nächste Woche nicht kommen, das sehen sie ja am Computer, irgendwie nicht mehr den Rabatt oder sowas, ja. Könnte man im Prinzip über Rathaus oder so, das ist ein anderes Thema, ja. Im Prinzip sogar dann eben so Fahrdienst machen, ja, dass wirklich die Leute ausliefern, dann kriegen sie keinen 5% Rabatt mehr, aber kriegen sie vor die Tür gefahren oder so. Angesichts dieser Krise oder sowas, ja, es ist irgendwie, und wie gesagt, den Rabatt machen sie immer oder so, und da, ich also da rein, irgendwie die Geschäftsführerin oder so, ich meine, bin ja öfters hier, kenne ich ja oder so, und wollte dann anfangen irgendwie, ja, hätte so Idee und ne, so eigentlich eine gute Idee, dass ich für meine liebe Nachbarn Bananenkiste und so, und könntet ihr sogar vermarkten und dann so Rabatt und so, und dann, wupp, vorbei. Nee, nein, geht nicht, kann sie nicht und nee, will nicht, und ich dann noch so, ja, toll irgendwie, ich mache gleich ein Video, werde ich natürlich erzählen oder sowas, ja. Nee, das kann sie nicht entscheiden irgendwie, das geht nicht, und weg gerannt, ja. Tut mir leid, ja, Recht auf freie Meinungsänderung, ja, ich habe es in dem Video vorher auch, ja, fickt euch doch alle oder so, ja. Ich meine, ich habe wirklich gesagt, vermarkten, ja, könntet ihr das vermarkten, dass man dann irgendwie, ja, und natürlich kann sie da nicht oder sowas, ja, aber das, ich wollte ihr ja nur die Idee erzählen, dass sie das so weitergibt nach oben, ja. Ich habe genau, hab gesagt, kannst du weitererzählen, irgendwie, hatte ich gesagt, und dann irgendwie könnte man vermarkten oder sowas. Und hört gar nicht zu, ja.
Und jetzt wirklich, dann könnte man sagen, okay, ist irgendwie eine blöde Frau oder sowas, ja. Und ich bin wirklich, ich stehe jetzt hier nicht auf Netto, ja. Ich würde lieber da auf dem Parkplatz stehen, aber dann kommt der Netto am Ende und verklagt mich irgendwie, dass irgendwie das Parken auf dem Parkplatz irgendwie ist halt nur zum Einkaufen. Oder im Hintergrund ist dann irgendwie ein Schild, dann kriegst du irgendwie Urheberrechtsverletzung oder so, ja. Ich kann es sogar im Prinzip verstehen, ja, weil jetzt kommt wieder der Bogen zu davor, ja, mit der Robo for Future, ja. Es ist, keiner will sich irgendwie in Vordergrund irgendwie so angreifbar sein, ja. Irgendwie, weil kommt immer irgendwie blöde Kritik, ja. Und das liegt wiederum an dieser blöden scheiß Christenwelt oder sowas, ja. Weil gute Sachen zu tun ist ja eher, das ist eine gute Christenpflicht oder sowas, ja. Während das Böse, das muss bekämpft werden oder so. Ja? Das heißt irgendwie, wenn jetzt der Netto was Gutes macht, so eine schöne Kampagne, die irgendwie die Bürger irgendwie, die da, junge Leute das bringt, Älteren irgendwie so Bananenkisten voll Ding und so, ist nicht oder wird einfach, ja, war ja eh irgendwie, ja, ist ja nichts wert oder sowas, ja, aber also Sicherheit irgendwie ist nicht und deswegen Angst regiert die Welt und sowas, ja, aber trotzdem, ich habe es nämlich gerade davor erzählt oder sowas, ja, dass dieses von unten nach oben, ja, ist null, in dieser Gesellschaft existiert das nicht, ja. Ja, ich müsste jetzt wirklich so ein Hotline 0800 ganz oben irgendwie anrufen, sagen, hier, habt tolle Idee oder sowas, ja. Aber dann, die kriegen da jeden Tag hunderte Ideen oder sowas. Die hören dann auch gar nicht mehr zu. Ja? Deswegen war wirklich die Absicht, nee, ich gehe hier in den Netto, wo ich irgendwie übermorgen vorbeikomme und die Bananenkiste, dann können sie gucken, ob es funktioniert. Und dann kann sie das weitergeben nach oben. Ja? Und dann hören sie die nächste Stufe. Und das existiert in dieser Gesellschaft überhaupt nicht. So, will gar nicht irgendwie groß drüber reden oder sowas. Ja? Weil schaut euch irgendwie Robo for Future, irgendwie die Nummer 11 oder sowas. Ja? Da geht es ein bisschen mehr ins Detail. Und ich sag mal, es wäre bei jedem anderen irgendwie, ich glaube, der Aldi war immer ein bisschen irgendwie, wenn man da den Geschäftsführer, der hat schon mal zugehört, ja. Die hat wirklich die erste Ausrede entdeckt oder sowas, ja. Wirklich, also erbärmlich, also netto erbärmlich. Ich muss mir noch irgendwie so ein böses Wort irgendwie für das Video ausdenken, ja, was aber natürlich irgendwie rechtlich noch unter der Meinungsfreiheit gedeckt ist. Ja, und es ist jetzt, wie gesagt, ist ja konstruktiv gedacht. Also ja, ich würde mich freuen, wenn jetzt irgendwie netto irgendwie kommt und sagt irgendwie, ja, gute Sache irgendwie, ist es klar, dass unser irgendwie nicht, aber auch, wäre ja dann wieder von oben, die oben, dann geht es von oben wieder nach unten, aber das, was in der Gesellschaft so fundamental irgendwie beschissen daneben läuft oder sowas, ja, das ist, dass dieses von unten nach oben nichts, die Leute in ihrer, jeder hat halt die Macht und der will gar nicht irgendwie, er will nur die Macht nach unten ausüben, ja, er hat überhaupt nicht das Bedürfnis irgendwie, statt zu nehmen, irgendwie zu geben und das so, boah, ganz schlimm. Okay, das war's. Dankeschön. Tschüss.